Willkommen bei Copterheld FPV Racing. Hier habe ich ein Einsteigerset, das GEP-RC TinyGo 4K. Das Set gibt es schon länger auf dem Markt. Es ist ein kleiner 75 mm TinyWhoop mit einem GR8 Sender und einer FPV-Brille. Dabei liegen vier Akkus, ein USB-Ladegerät und ein paar Ersatzteile. Mein Quad hat eine 4K-Kamera, den gibt es auch mit einer normalen Kamera. Der Sender ist bereits mit dem Quad verbunden, als auch die FPV-Brille. Die Akkus sollte man bereits geladen haben. Ein USB-Ladekabel liegt bei. Die 4K-Kamera kann man mit einem USB-Board konfigurieren, um zum Beispiel auf 4K-Aufnahme umzuschalten. Die Bedienungsanleitung ist in Englisch. Ersatzpropeller liegen bei. Der Quad benötigt zwei 1S-Akkus, die in der Reihe angeschlossen werden. Hinten sitzt der Empfänger. Ich schalte den Sender ein. Der ganz linke Schalter ist für das An- und Ausschalten der Motoren. Rechts findet man den Schalter für den Buzzer und für den Flugmodus. Den Schalter stelle ich zuerst auf Engel. Die FPV-Brille wird eingeschaltet. Ich habe sofort ein Videobild in der Brille. Rechts drücke ich auf dem Schalter Record, um die Videoaufnahme zu starten. Das ist aber die Aufnahme in der FPV-Brille zu erkennen an dem roten Punkt oben in der Mitte auf dem Display. Auf dem Quad startet die 4K-Aufnahme immer automatisch, sobald man die Akkus einsteckt. Das erkennt man an der Aufnahmezeit rechts oben im Display. Meine Kamera ist die KTX Loris 4K-Kamera. Es gibt auch die Version, wo eine normale FPV-Kamera eingebaut ist. Unten die zwei Akkus kann man später durch besseren 2S-Akku mit XT30-Stecker austauschen. Die Brushless-Motoren sind die 1102 mit 10.000 kV. Innen ist ein F4-Flugcontroller mit 12 Ampere ESCs. Darüber liegt das Aufnahmeboard von der Kamera, wo die SD-Karte eingesteckt ist. Ich starte die Motoren und schon kann ich losfliegen. Ich finde den TinyWhoop immer noch sehr gut, obwohl der Quad seit fast 2 Jahren auf dem Markt ist. Der Quad ist zwar nicht so leicht zu fliegen wie ein 65 mm TinyWhoop, aber dafür hat man mit dem Quad auf lange Zeit viel Spaß. Hier kann man im Winter zu Hause fliegen, was ja auch sehr gut klappt. In der Wohnung fliege ich immer im stabilisierten Engelmodus. Das ist einfach und so lernt man an, zuerst mit den Sticks am Sender besser umzugehen. Natürlich muss man viel Zeit bei dem Quad investieren, um damit gut fliegen zu können. Jeder Anfang ist halt schwer. Dafür hat man dann im Sommer draußen viel Spaß beim Fliegen. Mit dem 2S-Akku kann man damit ordentlich schnell fliegen. Schaltet man an der Funke von den Anfängermodus Engel auf Horizon Mode um, dann kann man die ersten 360-Grad-Drehungen üben. Das Fliegen auf Sicht macht auch sehr viel Spaß. Schalte ich auf dem Sender auf Acro-Modus um, dann fliege ich komplett manuell, ohne der horizontalen Stabilisierung. Im Acro-Modus fliegt man mit der FPV-Brille wie ein Profi. Damit sollte man früh beginnen. Am besten sucht man sich wie hier eine Wiese aus, wo viel Platz zum Fliegen ist. Und denkt dran, das Gras sollte nicht zu hoch sein, sonst findet ihr den Quad nach einem Absturz nicht mehr wieder. Es gibt zwar den Basisschalter an dem Sender, aber das Piepsen der Motoren ist echt leise. Und dann ist es schwer, den TinyWhoop im hohen Gras zu finden. Ihr solltet auch unbedingt das Gelände gut kennen, in dem ihr fliegt. Das Gelände sollte frei zugänglich sein und fliegt niemals über einem Teich oder Gebüschen oder Bäumen. Stützt der Quad dort ab, dann bekommt ihr den Quad da nie wieder raus. Die 4K-Kamera ist richtig gut. Sie hat gute Farben und sehr gute Auflösung. Ich habe hier in 2,7K gefilmt. Das ist die Standardeinstellung und das reicht schon vollkommen aus. Okay, was fehlt, ist hier eine Stabilisierung der Kamera. Das kann man an dem Quad aber auch lösen. Man braucht hier einen Gyro Data Logger, also so ein Board, auf dem die Gyrodaten von dem Flugcontroller auf eine SD-Karte gespeichert werden. Hat man die Gyrodaten, dann kann man am PC das Video mit den Gyrodaten mit der Gyroflow-Software stabilisieren. Und dann sehen die Videoaufnahmen super gut aus.
Und das mit so einem kleinen Tiny Whoop aufgenommen. Der GabSC Tiny Go hat viel Potenzial. Auf dem Flugcontroller ist Betaflight installiert und so kann man hier eine neue Version aufspielen und die RPM-Filterung aktivieren, was das Flugverhalten optimiert. Die 1S-Akkus würde ich gegen einen 2S-Akku mit einem XT30-Stecker austauschen, was zu mehr Leistung von dem Quad führt. So hat der Quad dann mehr Kraft bei starken Beschleunigungen, wie bei einem Looping. Mit der 4K-Kamera kann man den Tiny Go sogar als einen Cinewhoop nutzen, wenn man so einen Gyro-Data-Logger einbaut. Der GabSC Tiny Go 4K ist immer noch ein sehr guter Einsteigerset. Also viel Spaß beim Fliegen! Thank you.